Das ist eigentlich eine ganz intuitive Entscheidung von mir. Weil es gab ein großes Treffen mit den Künstlern, die Sato und Angelika eingeladen hatten, für Dutank was zu machen. Und ich wusste eigentlich überhaupt nicht, was ich da machen soll. Und dann habe ich so zugehört, was die anderen machen. Und dann hat Martin hat so erzählt, dass er was mit alten Leuten macht. Und Tom hat erzählt von seiner Arbeit mit den Jugendlichen. Und ich glaube, Sato und Angelika haben auch schon gesprochen von dem Bett, was es da gibt. Und dann irgendwie habe ich gedacht, ich glaube, Füttern ist irgendwie ist eine gute Verbindung. Also zwischen einfach so ein, wenn man alt ist, wird man gefüttert und wenn man Baby ist, wird man gefüttert. Und dazwischen wird man ja eigentlich nicht gefüttert, es sei denn, es geht einem irgendwie schlecht oder man ist krank. Also es erfordert eine ziemliche Hingabe. Und ich habe mir gedacht, das könnte eigentlich total spannend sein, einfach nur diesen Akt zu nehmen. Meine ursprüngliche Idee war auch einfach wirklich tatsächlich nur diesen Akt. Und dann so, je länger ich mich damit beschäftigt habe, habe ich mir gedacht, es muss auch so sein, dass derjenige oder diejenige, die hier reinkommt zu mir, sich da irgendwie auch öffnen kann. Also, und da habe ich gedacht, einfach wenn man so eine Videoinstallation macht, ist einfach der Rahmen sicherer für den, der kommt. Und kann sich besser hingeben. Und es ist auf jeden Fall irgendwie awkward, wie die Sato sagen würde. Ja, es ist sehr merkwürdig. Aber ich bin eigentlich sehr glücklich, weil ich das Gefühl habe, das ist ziemlich so, wie ich mir das gedacht habe. Also dass da tatsächlich meistens was passiert zwischen den Leuten, die kommen und zwischen mir. Ja, so ist es entstanden.
es ist auch so, mich beschäftigt schon in letzter Zeit einfach so ein, also ich habe mich viel mit Schamanismus beschäftigt in letzter Zeit. In der Kunst, also jetzt nicht einfach nur so, nicht nur so, sondern in der Kunst und habe gedacht, das ist jetzt mal meine Hommage an den Schamanismus in der Kunst. Deshalb trage ich auch dieses, jetzt nochmal zeigen, also das hier ist aus Molton. Das ist ein sehr kuscheliger Stoff ist und der auch viel mit Theater zu tun hat, weil eigentlich ganz viele Theater sind immer mit Molton abgehängt. Und dieser Pelz hier, das finde ich, ist kein richtiger Pelz, aus dem sind die steif Wildschweine gemacht. Finde ich auch sehr schön. Genau. Habe ich mir extra, also ich habe richtig investiert in diesen Raum, das habe ich mir nähen lassen und entwerfen. Und es hat so eine, also ich wollte, dass es irgendwie kuschelig aussieht und dass man so denkt, dieser Person da, die ist zwar sehr merkwürdig, ich habe ja auch noch so eine Fellmütze auf, aber trotzdem kann man ihr vertrauen. Also sie wird nichts Schlimmes mit einem anfallen. Genau, und ich glaube auch nicht, dass es schlimm ist. Außer für manche. Also wenn ich, natürlich, wenn jemand nicht vorbereitet ist und ich stecke dem dann den Finger in den Mund, das ist natürlich schon komischer, genau. Komischerweise waren ein paar ältere Damen da, die haben das nicht zugelassen. Die wollten das nicht da. Obwohl ich mir ja ganz, also ich wasche mir hier wirklich am Anfang der Performance, wasche ich mir tatsächlich einfach die Hände, richtig mit Seife, damit alle sehen, das ist, also es ist auch sauber und, aber trotzdem wollen das manche Leute nicht machen. Intuitiv ist eben auch die Auswahl der, also sowohl der Schalen, also aus diesem Schalenschrank, da sind ja ganz unterschiedliche Dinge drin und mich irgendwie zu verbinden, also ich versuche mich tatsächlich zu verbinden mit der Person. Und ich stelle mir dann immer vor, das hat was mit der Person zu tun. Also, und ich hoffe, die Leute, die kommen, können das auch so ein bisschen fühlen oder sich überlegen, warum muss ich jetzt diese bittere Suppe trinken? Ja. Und andere, also jetzt gerade die Person, die drin war, die hatte ja, das war ja richtig viel, das war so. Und es hat wahnsinnig gut geschmeckt. Das war für mich auch sehr überraschend. Also das ist dann immer ein Schock oder eine Überraschung. Das ist eigentlich auch sehr schön für mich. Das gefällt mir. Ja, es geht natürlich schon um so eine Zerstörung auch der Atomstrukturen, der Dinge, die hier sind. Ja. Also um so... Das ist ja alles sehr heil und heilig. Und dann habe ich mir aber, also und dann habe ich mir gedacht, Schreien, also das war auch so eine intuitive Idee. Und dann habe ich gedacht, Schreien ist gut. Und manchmal hätte ich mir fast gewünscht, dass die Leute mitschreien. Also weil ich dann das Gefühl habe, eigentlich wäre das ja geil, wenn jemand denken würde, oh, jetzt habe ich hier diesen Schreiraum, jetzt kann ich mal so richtig, weil es ist ja auch sehr lustvoll. Sowohl das Essen ist was Lustvolles, als auch dieses sich da entladen, das, also für mich ist das toll und ist nie passiert. Also es hat keiner mit mir geschrien. Vielleicht muss ich da noch drüber nachdenken, wie das, also dass man das deutet, also sich das deutlicher macht, dass das auch sein darf. Ja, und wenn man rauskommt, dann kommt man, ich mag das auch sehr gerne, es sind alle Türen sind benutzt, dann geht man mit hier mir heraus und kommt in diesen Zwischenraum, wo man auch so denken kann, das ist wie so ein Fegefeuer oder ich hätte natürlich noch viele Ideen gehabt, aber ich habe mich eh schon sehr finanziell da rein eingebracht. Ich hätte es super gefunden, wenn hier noch Leute sitzen, so irgendwelche düsteren Gestalten und man muss an denen vorbei, irgendwie sowas oder irgendwelche komischen Kinder, also oder Jungs mit Baseballschlägern, ja genau, aber so finde ich es auch schön, man geht einfach dieses Nichts und dann kommt man wieder in den Du-Tank rein und ich hoffe, man ist ein bisschen anders, als man vorher war. Genau. Und ab hier ist man dann wieder alleine. So. Goodie.